Hallo zum weiteren Video der Berufsschule 7. Wir sind bei dem Thema SQL, bewegen uns immer noch auf einer einzigen Tabelle und haben jetzt als nächstes Thema die Aggregatsfunktionen auf dem Tisch. Wir wollen heute einfach mal gucken, was sind Aggregatsfunktionen, was kann man mit den Ergebnissen alles treiben und in dem Zusammenhang, wie können wir das auch im Rahmen von Group BY nutzen. Nun, worum soll es gehen? Bis jetzt haben wir jeden Datensatz immer als Einheit angesehen. Also jede einzelne Person war als Datensatz vorhanden und die haben wir dann eben entsprechend auch ausgeben können. Die Frage ist jetzt, was ist eigentlich, wenn wir eine Gesamtheit von Datensätzen untersuchen wollen? Also nicht den einzelnen Spieler, sondern die gesamte Mannschaft. Und wir werden sehen, dass eine Mannschaft andere Eigenschaften hat als der einzelne Spieler. Aus einer Datenbanksicht haben wir jetzt hier eine Tabelle und diese Tabelle hat jetzt alle Spieler des FCDB. Und ich habe jetzt jedem Spieler ein paar Eigenschaften zugeordnet, wie Vorname, Nachname, Geburtsdatum, die Größe in Zentimeter und in welcher Position der Spieler spielt und dann natürlich noch eine eindeutige ID. So, ich kann jetzt mit unserem bisherigen Select die Eigenschaften der einzelnen Spieler abfragen. Was ist aber, wenn ich eine Eigenschaft der Mannschaft haben möchte? Zum Beispiel, wie viele Spieler sind jetzt in dieser Mannschaft? Und das wäre jetzt dieses Statement. Ich habe jetzt hier wieder ein Select und jetzt kommt eine Aggregatsfunktion. Und diese Aggregatsfunktion Count gibt mir jetzt die Anzahl der Datensätze von der Datenbank FCDB. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, bekomme ich die Zahl 11. Das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, ich bekomme eine Zahl, eben einen Datensatz. Also mein Ergebnis ist auf einen Datensatz aggregiert und deswegen heißt es Aggregatsfunktion, diese Funktion Count. Noch ein kleiner Hinweis von meiner Seite, bei MySQL bitte nach dem T von Count und der Klammer auf kein Leerzeichen lassen, sonst geht es nicht, da ist MySQL ein bisschen zickig. So, ja, was können wir jetzt damit alles anstellen? Wir können jetzt zum Beispiel der Ergebnismenge einen Namen geben. Wir haben ja vorhin gesehen, unser Ergebnis hieß Count Stern und das ist vielleicht nicht so griffig. Also können wir hier jetzt einen sogenannten Alias hinschreiben. Ja, also wir sagen jetzt Select Count Stern as Anzahl. Anzahl ist jetzt der Alias from FCDB. Das as kann man weglassen, das ist optional. Ich habe es jetzt hier mal hingeschrieben, dann ist es eigentlich griffiger zu lesen. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sehen wir in unserer Ergebnismenge auch wieder den Alias. Das ist, wenn wir technisch auf unsere Ergebnisse per Skript zugreifen oder auch bei Subselects, ist es ganz sinnig, mit dem Alias zu arbeiten. Gut, gehen wir weiter. Ich habe jetzt hier noch eine Einschränkung. Ich sage jetzt, die Position muss Abwehr sein und wir sehen rechts in unserer Datenbank haben wir jetzt und in unserer Tabelle haben wir jetzt genau drei Abwehrspieler und wenn wir das Ganze jetzt hier einschränken, wird das Zählen natürlich nur auf die eingeschränkten Datensätze eben durchgeführt. Sprich, wir haben jetzt hier die Anzahl 3 als Ergebnis. Wichtig zu verstehen bei der ganzen Geschichte ist jetzt, dass wir hier Information der Gruppe haben. Ja, das ist die Information der Fußballmannschaft, nicht des einzelnen Spielers. Die Aggregatsfunktion gibt mir eine Information über das Aggregat, in dem Fall alle Datensätze in der Tabelle. Warum ist es so wichtig? Ich habe jetzt hier mal zwei verschiedene oder mehrere Spalten in meiner Ergebnistabelle hingeschrieben, und zwar das Count Stern, das haben wir gesagt, ist die Information der Gruppe, des Aggregats oder in unserem Fall jetzt der ganzen Fußballmannschaft. Das sind aber Informationen der Datensätze des Fußballspielers. Also ich habe in meiner Tabelle FCDB ja nur die Nachnamen und Vornamen der einzelnen Spieler, nicht aber der gesamten Mannschaft. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, greift wieder unsere Aggregatsfunktion und liefert uns eine Information der Gruppe. Jetzt habe ich aber noch dem SQL gesagt, bitte gib mir noch Vorname und Nachname. Und MySQL hat jetzt ein Problem, weil welchen Vor- und Nachnamen soll es jetzt denn nehmen? Weil wir haben gesagt, das sind ja Informationen der Datensätze. Und das passt nicht zusammen. Also ich kann jetzt nicht sagen, gib mir die Anzahl der Fußballmannschaft und Vor- und Nachname eines Spielers. Ja, welchen denn?
Und was dann die MySQL-Engine macht, ist einfach der erste Datensatz, der MySQL hier unterkommt. Und das ist jetzt streng genommen Blödsinn, weil ich kann nicht sagen, ich habe drei Karl Mayers, sondern ich habe drei Spieler und zufällig steht halt an erster Stelle der Karl Mayer. Das heißt, solche Statements machen absolut keinen Sinn. Wir dürfen niemals Gruppendaten und Einzeldaten gleich behandeln. Es gibt natürlich Ausnahmefälle. Wenn wir beispielsweise in unserer Datenbank in einer Spalte oder in der Tabelle in einer Spalte immer den gleichen Wert haben, dann kann ich den natürlich anzeigen, weil es kommt ja kein falscher oder zufälliger Wert raus. Nur das ist schon ein relativ konstruiertes Beispiel. Also wir merken uns, wenn wir jetzt hier eine Aggregatsfunktion haben, dürfen wir nur Gruppeninformationen selektieren und nicht Einzeldateninformationen. Sehen wir uns den Countstern-Befehl noch mal etwas genauer an. Wir haben ja hier einen Parameter hinterlegt, und zwar das Stern. Und das hat dazu geführt, dass mir mein Count sämtliche Datensätze in dieser Tabelle zählt. Was ist aber, wenn ich einen Spaltennamen hier hinterlege? Sagen wir mal Geburtsdatum. Wenn ich das ausführe, dann sehen wir immer noch genau die gleiche Information, nämlich 11. Das heißt, er hat mir meine 11 Datensätze gezählt. Also warum gibt es überhaupt diese Möglichkeit, diesen Parameter zu hinterlegen? Und das sehen wir, wenn wir unsere Datensätze etwas verändern. Und zwar schreibe ich jetzt hier einfach mal in einer Zeile null für das Geburtsdatum rein. Und wenn ich jetzt mein Statement ausführe, dann sehe ich die 10. Das heißt, Nullwerte werden ignoriert von meinem Count, wenn ich eine entsprechende Spalte hinterlege. Jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, hier einen sinnvollen Wert in die Parameterliste einzutragen, nämlich das Wort distinct. Und das haben wir ja schon kennengelernt, das liefert uns nur eindeutige Werte. Wenn wir das Ganze jetzt abschicken, sehen wir hier die Anzahl 4. Also, was ist passiert? MySQL guckt sich jetzt die einzelnen Ausprägungen in der Spalte Position in dem Fall an und erkennt, dass wir hier jetzt vier unterschiedliche haben. Das heißt, im Prinzip habe ich jetzt hier meine vier unterschiedlichen Werte und genau die werden gezählt. Das heißt, damit bekomme ich jetzt die unterschiedlichen Ausprägungen, die in der Spalte POS existieren, als Anzahl heraus. Jetzt gibt es ein paar mehr Aggregatsfunktionen, deswegen gucken wir mal über die wichtigsten drüber. Count haben wir ja gerade in Action gesehen. Wir können bei Count einen Parameter hinterlegen und wenn dieser Parameter ein Stern ist, dann zählt mir Count einfach alle Datensätze, die in dieser Tabelle drin sind und nicht durch Where rausgefiltert werden. Ich kann auch in diesem Kontext die Werte ungleich null suchen, wenn ich als Parameter einen Spaltennamen hinterlege. Und zu guter Letzt haben wir uns angeguckt, wenn ich distinct Spalte eingebe, dann habe ich hier in dem aktuellen Kontext eben die existierenden Ausprägungen, die in dieser Spalte zu finden sind. Der nächste wichtige Vertreter der Aggregatsfunktion ist die Summe. Summe summiert mir einfach die Werte, die in dieser Spalte drinstehen. Und hier machen jetzt irgendwelche Distincts oder sowas keinen wirklichen Sinn. Und auch sollte klar sein, dass ich hier nur eine Spalte verwenden sollte, die wirklich Zahlenwerte beinhaltet. Auch für Zahlenwerte ist natürlich Average. Average steht für den Durchschnitt. Und das bildet einfach den Mittelwert der angegebenen Spalte. Average könnte ich im Prinzip auch durch ein Select Sum geteilt durch Count machen. Das würde auch funktionieren, aber mit Average ist es halt kürzer. Der nächste ist Max. Max liefert mir den Maximalwert in dieser angegebenen Spalte für den Kontext, also für die Tabelle und den Datensätzen, die nicht mit Where ausgeklammert wurden. Wo es Max gibt, gibt es auch Min. Das ist im Prinzip die gleiche Funktionalität, halt mit Minimalwert. Und damit haben wir jetzt die fünf wichtigsten Aggregatsfunktionen durchgesprochen. Es gibt in manchen RDBMS noch weitere. Da muss man halt gucken, was mir mein Datenbankmanagementsystem so anbietet. Aber auf die kann man sich eigentlich immer verlassen. Die sind eigentlich immer da.
Ich möchte jetzt noch auf eine Fehlerquelle aufmerksam machen, in die ja doch ziemlich viele reintappen in Zusammenhang mit Min und Max. Wenn ich jetzt hier ein Select darstelle mit eben Select Min von der ja, Größe in Zentimeter, sagen wir mal, dann hole ich mir sozusagen den kleinsten Spieler aus dieser Mannschaft raus. Wenn ich jetzt aber noch auf die Idee komme, hier einen Nachnamen und Vornamen dran zu hängen, mache ich einen Fehler. Warum? Die Information der Datensätze wäre ja Name und Vor, also Nachname und Vorname. Das heißt, ich habe hier wieder Informationen auf Datensatzebene und das ist ja wieder Information auf Gruppenebene, beispielsweise der Fußballmannschaft. Das heißt, ich mische jetzt wieder Informationen auf von Gruppen mit Informationen eines Datensatzes. Nochmal, die Min-Funktion ist eine Aggregatsfunktion. Die liefert mir Informationen nur auf Ebene der Gruppeninformation, also in dem Fall der gesamten Tabelle. Wenn ich das jetzt wieder losschicke, habe ich jetzt die Größe von 1,71 und den Vornamen wieder vom ersten Wert, der in dem Kontext gefunden wird. Und das passt nicht zusammen. Der Peter Hinz ist 1,85, nicht 1,71. Und das ist einfach ein Fehler. Also solche Sachen dürfen wir nicht machen. Wir dürfen niemals Gruppendaten und Einzeldaten gleich behandeln. Wir werden beim Subselect dann noch sehen, dass man es mit einem einfachen Kniff mithilfe eines Subselects sehr schnell hinkriegt, die Information, wie heißt denn der kleinste Spieler? Weil das ist ja eigentlich die Information, die ich haben will, aber mit dieser Konstruktion, wie ich sie hier gerade gezeigt habe, geht es nicht. Das ist falsch. Wir mischen in dem Fall Gruppen und Einzeldaten und das darf man nicht tun. Versuchen wir unsere Tabelle jetzt noch ein bisschen sinnvoller zu gestalten. Was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Fußballmannschaft in eine Tabelle reingepackt. Das heißt, diese Tabelle steht nur für diese einzelne Fußballmannschaft. Was ist aber, wenn ich mehrere Fußballmannschaften administrieren möchte? Wenn ich jetzt beispielsweise vier Mannschaften habe, dann komme ich mit dieser Tabelle nicht zurecht, weil ich kann die unterschiedlichen Mannschaften nicht voneinander unterscheiden. Was ich tun muss, ich muss jetzt meine Tabelle ändern. Ich habe die jetzt mal Clubs genannt, weil ich verschiedene Clubs in dieser Tabelle administrieren möchte. Und ich habe jetzt ganz rechts jetzt eine zusätzliche Spalte hinzugefügt, wo eben der Fußballclubname drin steht. Wir haben jetzt hier die ersten 11, das ist unsere FCDB und dann kommt der FC MySQL und ich habe noch einen FC Oracle und ich habe noch einen FCDB2 eingetragen. Und somit kann ich jetzt mehrere Mannschaften, mehrere Clubs in einem Konstrukt, eben in einer Tabelle verwalten. So, und jetzt kann ich natürlich wieder mit meinen Aggregatsfunktionen arbeiten. Wenn ich jetzt beispielsweise die durchschnittliche Größe wieder von meinem FCDB haben möchte, dann kann ich jetzt sagen Select Average. Größe in Zentimeter, from jetzt der Tabelle Clubs und jetzt muss gelten, mein FC muss der FCDB sein. Und jetzt bekomme ich quasi genau das gleiche, als hätte ich mein FCDB in einer Tabelle exklusiv und dann müsste ich meine Where-Bedingungen nicht durchführen. Also haben wir jetzt hier die 1,81,7273. Das ist einfach die Durchschnittsgröße aller Spieler des FCDBs. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich mache jetzt wieder mein genau das gleiche Select und jetzt sage ich, dass ich eine Where-Bedingung eintrage, ein Group by FC. Also gruppiere über die Spalte FC. Und was jetzt passiert, ist ganz spannend. Ich bekomme jetzt vier Datensätze. Und dieses 1,81,7273, das haben wir ja vorhin gehabt, das ist genau dieses Average von meiner ersten Fußballmannschaft FCDB. Das heißt, ich bekomme jetzt für meine vier Fußballmannschaften pro Mannschaft die Information der durchschnittlichen Größe, nämlich 1,81, 1,85, 1,79 und 1,81.
Jetzt habe ich aber vom Select her ein bisschen Quatsch gemacht. Ich bekomme jetzt hier die Information der Durchschnittsgrößen, aber ich weiß jetzt nicht, welche Fußballmannschaft welche Durchschnittsgröße hat, weil ich habe keine Information über die Gruppe. Also welche Gruppe ist es denn? Deswegen ergänzen wir jetzt unser kleines SQL-Statement, indem ich jetzt hier die Durchschnittsgröße und jetzt kommt Komma und jetzt kommt der Club. Das heißt, je Club selektiere ich jetzt die Durchschnittsgröße. Und das ist relativ wichtig. Wenn ich mir das jetzt anschaue, vor meinem Ergebnis bekomme ich für DB, die Mannschaft DB, für die Mannschaft DB2, für die Mannschaft MySQL und für die Mannschaft Oracle meine Durchschnittsgrößen. Und diese Aufgabenstellung gebe pro Fußballclub oder je Fußballclub die Durchschnittsgröße, die Anzahl, den größten, den kleinsten oder die Summe aus, das ist immer eine Fragestellung, die wir mit Group By lösen können. Es gibt andere Möglichkeiten auch, aber Group By ist eigentlich genau dafür prädestiniert. Das heißt, man kann sich merken, wenn ich in der Aufgabenstellung ein Je oder ein Pro finde, dann riecht es schon sehr verdächtig nach dem Group By Statement. Und in dem Fall ist die Aufgabenstellung ja gewesen, gebe die Durchschnittsgröße je Fußballclub an und dann habe ich hier eben über mein Group by FC dieses Ergebnis sauber erstellt. Und nochmal zur Erinnerung, bitte nicht vergessen, oben das, wonach ich gruppiere, auch auszugeben, weil sonst fehlt mir schlichtweg die Informationszuordnung zu den einzelnen Größen. Jetzt machen wir Folgendes. Ich mache das gleiche wieder und habe jetzt der Durchschnittsgröße noch ein Alias verpasst. Diesmal ohne S, sondern einfach hinten dran gehängt. Ich habe das jetzt einfach Size genannt. Average Size wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, aber dann wäre der Platz ausgegangen. Und nach dem kann ich jetzt sortieren. Order by Size. Und wenn ich das Ganze abschicke, habe ich jetzt eben meine Informationen, wo ich sagen kann, ich habe je Fußballclub die Durchschnittsgröße aufsteigend nach Durchschnittsgröße sortiert. Das wäre jetzt die fachliche Beschreibung dieses Selects. Was wir jetzt auch machen können, wir können nach mehreren Spalten gruppieren. Genau wie beim Distinct auch, kann ich hier nach, in dem Fall FC und Position gruppieren. Und dann bekomme ich natürlich relativ viele Datensätze, weil sie pro Position FC-Kombination die Informationen ausgibt. Das heißt, ich habe jetzt hier mal für die ersten vier Datensätze, also meine FCDB, die Information, wer ist in der Abwehr oder die Durchschnittsgröße von den Abwehrspielern, dann die Durchschnittsgröße des Mittelfelds, die Durchschnittsgröße des Sturms und die Durchschnittsgröße des Torwarts. Nachdem wir nur einen haben, ist die Durchschnittsgröße genau die Größe von dem Torwart. Und das mache ich jetzt für alle vier Mannschaften, die in meiner Tabelle drin stehen. Und somit habe ich eben gezeigt, dass man eben die Position FC-Kombination eindeutig auch als Gruppeninformation oder als Gruppierungskriterium hernehmen kann. Und auch hier habe ich jetzt, wie gesagt, oben in den Select die gruppierten Spalten auch angegeben, damit ich die Zuordnung noch hinkriege. Sehen wir uns jetzt nochmal die Verarbeitung dieses Group By Statements nochmal etwas genauer an. Wird es dann gleich wichtig, wenn wir über das Having sprechen. Also, wir haben jetzt unser Select Durchschnittsgröße. Ich gruppiere wieder über den FC exklusiv und ich habe mein FC ausgegeben. Was passiert jetzt, wenn ich das abschicke? Es wird jeder einzelne Datensatz von der Datenbank untersucht oder vom RDBMS untersucht und ich habe jetzt über mein FC gruppiert. Und jetzt findet er in der Spalte FC in diesem Datensatz die Ausprägung DB. Was jetzt passiert ist, es wird eine Gruppe innerhalb der Engine aufgemacht und in diese Gruppe wandert jetzt dieser Datensatz.
Und jetzt kommen die ganzen anderen Datensätze. Die werden jetzt alle sequenziell ausgewertet und man sieht, aha, die gehören alle zur Gruppe DB. So, jetzt kommt der nächste Datensatz und der ist jetzt hier von der Ausprägung her MySQL. Also muss eine zweite Gruppe geöffnet werden, weil dort eben alle MySQL-Datensätze einzutragen sind. Das heißt, der wandert jetzt hier rein. Und so gilt es jetzt für alle anderen Datensätze auch. Das heißt, alle MySQL-Datensätze wandern hier rein und alle Oracle in den Oracle-Topf, alle DB2-Datensätze in den DB2-Topf. Jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis. Diese Gruppierung, die wird gemacht wegen dem Group By, nicht wegen der Aggregatsfunktion. Die Aggregatsfunktion ist jetzt lediglich eine Information, die auf Gruppenebene funktioniert. Also aus Sicht der Aggregatsfunktion ist jetzt jede Gruppe wie eine Tabelle wie wir es in den ersten Beispielen gesehen haben. Und natürlich ist es in aller Regel so, dass wir, wenn wir auf Gruppenebene Daten identifizieren, dass wir dann mit Aggregatsfunktionen wieder Eigenschaften von diesen Gruppen auswerten, weil wir sonst relativ wenig Informationen außer den Namen haben. Und das würde ich mit dem Distinct ja genauso rausziehen. Das heißt, man sieht relativ häufig, dass wir ein Group By haben und im Select oben dann irgendwelche Aggregatsfunktionen, die eben auf Gruppenebene dann mir Informationen rauszaubern. So, jetzt schicken wir das ab. Und jetzt bekomme ich je Zeile oder je Gruppe eine Zeile. Und das ist wiederum die wichtige Information, dass ich hier sage, durch mein Group By habe ich jetzt auch eine Art Aggregierung geschaffen und auf dieser Aggregationsebene funktionieren jetzt die Aggregatsfunktionen als, ja, als Einheit. Also jede Aggregatsfunktion sieht jede Zeile als Einheit, als Gruppe und auf dieser Gruppenebene wird dann entsprechend das Aggregat durchgeführt. In dem Fall die Durchschnittsbewertung. Wenn man es ganz genau nimmt, müssen wir es fast andersrum sehen. Das heißt, die Aggregatsfunktionen arbeiten auf Gruppenebene, aber wenn ich kein Group By habe, sagt die Aggregatsfunktion einfach, die ganze Tabelle ist eine Gruppe. Ja? Aber wie man sieht, ist egal, wichtig ist, dass man versteht, dass wir mit Group By eben je Gruppe immer eine Zeile haben und die Aggregatsfunktion dann auf dieser Gruppe eben auch auf dieser einen Zeile eben agiert, weil Aggregatsfunktionen ja pro Gruppe auch immer nur eine Information ausliefern. Gut, jetzt machen wir nochmal Folgendes. Jetzt packen wir hier noch einen Filter rein. Ja, ich sage, die Position muss Sturm sein. Alles andere war identisch. Jetzt werden wieder die Datensätze geprüft und es wird als allererstes erstmal geguckt, ist denn die Ausprägung der Spalte POS überhaupt Sturm von dem aktuellen Datensatz? Und nein, ist es nicht. Hier sehen wir das Tor. Also wird dieser Datensatz nicht weiterverarbeitet. Jetzt kommt der nächste Datensatz. Jetzt prüfen wir wieder, aha, es ist Sturm, es passt. Und danach wird jetzt wieder die Gruppierung geprüft. Und dann sehen wir, aha, wir haben hier einen Datensatz. Dort steht in der Spalte FC die DB-Information drin. Also das ist unser FCDB. Also wird eine neue Gruppe aufgemacht. Und der Datensatz wandert dann letztendlich hier rein. Und so werden die ganzen Datensätze jetzt verarbeitet. Und am Ende haben wir jetzt eben wieder unsere vier Gruppen. Aber in diesen Gruppen sind jetzt nur noch die Datensätze, für die gilt, Position ist gleich Sturm. Und dementsprechend sind es weniger. Wenn wir das jetzt ausführen, bekommen wir wieder pro Gruppe eine Zeile. Und jetzt halt über unser Count-Stern eben nur 3, 4, 6 und 2. Also wir sehen, in dem FCDB gibt es jetzt drei Stürme. In MySQL-Team gibt es vier, in Oracle-Team gibt es sechs und in DB2-Team gibt es zwei. Und damit haben wir jetzt wieder auf Gruppenebene unsere Informationen sinnvoll ausgegeben. Ich habe jetzt wieder exakt das gleiche Statement. Also ich möchte gerne die Anzahl der Stürme pro Club haben. Und jetzt ergänzt sich das Ganze mit einem Having. Und Having ist jetzt eine Filterbedingung auf Gruppenebene.
Und das ist jetzt hier in dem Fall AZ, also der Alias von K und Stern. Das liest man jetzt in der Form, dass ich sage, gib mir jetzt bitte die Anzahl der Stürme pro Club. Für die Clubs, für die gilt, die Anzahl ist größer 3. Also in Having muss jetzt eine Club-Eigenschaft bzw. eine Gruppeneigenschaft stehen, in unserem Fall unser Alias für K und Stern. Ich könnte auch K und Stern direkt reinschreiben, anstatt von AZ. Ich könnte auch andere Bedingungen auf Gruppenebene eintragen, also Average, Min, Max. Die Eigenschaften der Gruppen, die kann ich hier als Having-Bedingungen eintragen. Keine Einzeldatensatz-Eigenschaften, die würden dann an der Stelle zu einem Fehler führen. So, wenn wir das ausführen, sehen wir wieder unsere Gruppen intern mit den 3, den 4, den 6 und den 2 Stürmern für die einzelnen Fußballmannschaften. Was aber ausgegeben wird, sind nur diejenigen, die wirklich mehr als 3 Stürmer haben. Und das wäre in dem Fall jetzt nur MySQL und Oracle. So, das ist jetzt wichtig zu verstehen. Streng genommen habe ich zwei Filter in meinem Statement. Einmal diesen Filter über where und der filtert mir die verarbeiteten Datensätze. Das heißt, wenn ein Einzeldatensatz über diesen Filter nicht akzeptiert wird, kommt er erst gar nicht in meine Gruppen hinein. Und die werden wirklich auf Einzeldatensatzebene geprüft. Also das Where-Statement oder die Where-Klausel prüft mir auf Einzeldatensatzebene vor der Gruppierung. Das Having wiederum gruppiert mir oder filtert mir auf Gruppenebene. Und deswegen machen hier auch nur Gruppeninformationen Sinn als Filterbedingung, in dem Fall die Anzahl. Das heißt, ich hole mir nur die Gruppeneigenschaften, in dem Fall Gruppeneigenschaft Anzahl größer 3 in meine Ausgabemenge. Die Gruppen existieren zwar in der internen Verarbeitung, aber nach der Fertigstellung der Gruppe von dem RDBMS werden die mit dem Having ausgesondert. Soweit haben wir jetzt die wichtigsten Elemente unserer Groupie-Funktion und der Aggregatsfunktion angesehen. Ich möchte jetzt aber noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar habe ich das Groupie bis jetzt immer genutzt für die Gruppierung über wirkliche Gruppeninformationen. Also es liegt relativ nahe der Gedanke, dass wenn ich verschiedene Clubs in einer Tabelle habe, dass ich über die Clubs gruppiere. Aber es gibt noch eine andere ganz praktische Sache. Wir können auch über jedes beliebige Feld gruppieren. Sehen wir uns das mal hier an. Ich habe jetzt hier ein Select Geburtsdatum, K und Stern, S Anzahl. So, das heißt, ich selektiere das Geburtsdatum und die Anzahl aus der Clubtabelle. Soweit erstmal alles easy. Und jetzt gruppiere ich über das Geburtsdatum. Ja, kann ich machen. Ich kann über jede beliebige Spalte gruppieren. Das heißt, ich bekomme Geburtsdatum und Anzahl je Geburtsdatum aus der Tabelle Clubs. Und jetzt sage ich Having Anzahl größer 1. Das heißt, die öfter vorkommen. Und was ich damit erreiche, ist jetzt ein Statement, das mir alles die Geburtstage ausgibt, an denen mehr als einer in meiner Datenquelle geboren wurde. Also ich habe hier sozusagen die Möglichkeit, Duplikate zu identifizieren. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, sehen wir, dass wir zwei Geburtsdatumswerte haben, die eben mit mehr als einem Datensatz belegt sind. Also ich habe jetzt zwei, die am 3.3.75 und zwei, die am 28.11.91 Geburtstag haben. Also wir können unsere Gruppierung über jedes beliebige Feld durchführen und mit solchen Geschichten wie eben Having Anzahl größer 1 auch mehr Informationen rausziehen, wie zum Beispiel Duplikate. Zum Schluss nochmal die wichtigsten Punkte zum Thema Group By. Group By ist immer dann interessant, wenn ich Fragestellungen mit je oder pro und dann irgendwelche Aggregatsinformationen haben möchte. Also beispielsweise gib mir je Klasse die Durchschnittsnote an.
oder pro Fußballclub die Toranzahl über die Saison, solche Sachen. Dann müssen wir immer überlegen, ob da nicht wirklich ein Group Buy sinnvoll wäre. Und in aller Regel ist es das dann auch. Wenn wir das ausführen, bekommen wir pro gruppierte Eigenschaft eine Ausgabezeile. Also wir haben es ja, wir hatten ja unsere Eigenschaft meistens in der Spalte FC. Da haben wir vier Ausprägungen gehabt und diese vier Ausprägungen, diese vier Eigenschaftswerte, die ich in dieser Spalte finde, haben dann jeweils zu einer Ausgabezeile geführt. Dann dürfen wir oder sollten wir nur Gruppeneigenschaften selektieren. Das heißt, wenn ich auf Gruppenebene eine Ausgabe haben möchte, dann sollte ich auch nur Gruppeninformationen selektieren. Also es macht keinen Sinn, dass ich eine Zeile für einen Fußballclub als solches ausgebe und dann aber noch haben möchte die Namen der Mitspieler. Das passt nicht zusammen. Dann haben wir gesagt, die Where-Klausel filtert vor der Gruppierung, also auf Einzeldatensatzebene. Und das Having filtert nach der Gruppierung auf Gruppenebene. Und dann haben wir auch noch gesagt, dass der Having-Filter nur auf Gruppeneigenschaften sinnvoll anzuwenden wird, weil ich gruppiere ja oder ich filtere auf Gruppenebene und da haben die Eigenschaften der einzelnen Datensätze ja, im Prinzip nichts verloren. So, ja, dann haben wir auch das jetzt abgehakt. Es wird noch ein paar weitere Videos zu diesem ganzen Thema SQL geben. Vermutlich werde ich als nächstes das Thema Joins machen, aber ja, lasst euch überraschen und wie immer dranbleiben.